Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Review bei mir auf dem Kanal. Nein, es ist kein Review, es ist erstmal nur das Unboxing. Das Review, hoffe ich, dass ich alles fertig bekomme, ist dann am Montag fällig. Heute wird erstmal nur der James Bond DB5 oder Aston Martin DB5 ausgepackt. Details zum Set ist, er heißt James Bond Aston Martin DB5, hat die Setnummer 10262. Verfügt über 1295 Bauteile, ist ein Creator Expert Set, das heißt also 16 plus Jahre ist so die avisierte Zielgruppe und hat einen, das Set hat einen UVP von 149,99. Und als das Set ist offiziell ab 1. August erhältlich, VIP-Mitglieder bei Lego bekommen den schon früher und zudem noch diese schicke, jetzt komme ich eigentlich richtig an die Kamera, diesen schicken Führerschein dazu. Ja, License to Build. Eine bzw. die Lizenz zum Bauen und ja, das ist also wirklich nett. Hinten stehen noch ein paar Details drauf und von 07 und der Aston Martin DB5 im Lego-Style. Ja, ist eine Plastikkarte, also jetzt nicht so, dass nur so ein Pappding ist, sondern auch aus Kunststoff. So, es geht um das Set. Leider kann man sehen, hat das Set hier ein paar, oder der Karton schon ein paar Knicke für einen Pedanten wie mich fatal. Ja, es war auch, kurze Vorgeschichte, ich wartete auf das Paket. So, ich habe dann geguckt, ich habe gleich am 18. kam der also dann raus, Vorverkauf für VIPs und ich habe ihn gleich bestellt. So, soweit so gut. Dann Paketverfolgung, er sollte gestern ankommen, also am Freitag. War klasse, kam nicht, ich gucke nachher und dann hieß es, tut mir leid, Paket oder tut uns leid, ihr Paket kommt Samstag oder an einem anderen Tag. Ja, stirbt an einem anderen Tag, habe ich mir gedacht. Lieber Paketbote. Ja, ich war etwas brastig. Dann war es heute so, ich habe auf das Paket gewartet. Extra nichts vorgenommen. Ne? Man freut sich ja dann auf ein neues Set. Und was war? Paketbote fährt vorbei. Habe ich aus meinem Bürofenster gesehen. Ja, super, klasse. Ich also runter zum Auto hinterhergefahren. Den habe ich in der abgegeben. Oh, gut. Okay. Wieder da, zurück nach Hause, dann dorthin. Was war? Paket war aber nicht da, wo er gesagt hat. Es war auch keine Paketkarte drin im Briefkasten. Gut, ich in der Nachbarschaft rumgefragt, kein Paket. Dachte mir, gut, ich muss sowieso mal zum Postfach Post abholen. Wo war das Paket? In der Filiale. Super. Also der Herr soll mir gestohlen bleiben und ja, ich habe mein Paket dann trotzdem noch bekommen. Allerdings hatte dann der Umkarton, also dieser braune Versandkarton von Lego, Knicke. Ja, und das ist halt so, dass auch dieses Set dann Knicke hat. Ich weiß nicht, ob sich das aus der Fähre ziehen wollte und gesagt hat, oh, ich bring's lieber in die Filiale, dann bin ich aus dem Schneider und überhaupt und dann bin ich weg. Kann man also entschuldigen, kam im Nachhinein schon etwas suspekt vor und ein Set für 149 Euro möchte man ganz gerne auch im unversehrten Zustand haben. Deswegen, lieber Herr, falls du hier reinschauen solltest, so. Auf der Rückseite des Kartons, so jetzt geht es erstmal weiter um das Set. Also vorne kann man schon mal den DB5 sehen. Der hatte schon die ganze Zeit Gelegenheit, den zu sehen. Ich muss mich nur mal darüber auskotzen. Das ist ein Unboxing mit einem kaputten Karton. Finde ich scheiße. So. Rückseite kann man schon die ganzen Gadgets sehen. Es wurde ja schon viel darüber diskutiert. Ich habe mich also aus den ganzen Dingern rausgehalten. Ich dachte mir so, oh, so viele Kommentare, das kann nichts Gutes heißen. Also lese ich die gar nicht erst. Ich möchte also das Set wirklich unvoreingenommen dann auch bauen und auch reviewen. Aber er hat halt einige Gadgets, dann drehbare Nummernschilder sind dabei. Wo haben wir jetzt die Kanonen? Kommen da raus. Man kann also vorne die Kanonen rausklappen. Ist ja die Version aus Goldfinger. Und hier, Hebel betätigen, ne, dann passiert was. Achso, dann drehen sich vorne die Scheinwerfer. Achso, das ist die Scheinwerfer-Kanonengeschichte. Die Türen haben besondere Ausstattung. Hinten ist ja dieser Schild, ist ja auch abgebildet. Ja, genau, hier dieser Kugelfang, den man, der hochgefahren werden kann. Und oben noch dann der Schleudersitz. Also so gesehen die Funktionen, die dann auch in Goldfinger, James Bond oder 07 Goldfinger vorkamen. Toller Film mit Gerd Fröbe, grenzenlos genial. Ja, toller Film. Tolles Set, hoffe ich. Gut, man sieht, er sieht auch auf der technischen Zeichnung sehr kantig aus. Vorweg, ich habe das Set jetzt noch nicht gebaut. Ich habe jetzt, man sieht es ja an den Bildern. Ich vermute einfach mal, dass da zwei Sachen erledigt werden wollten. Einmal wollte man ein cooles Fahrzeug bauen, nämlich den DB5. Und dann dazu noch eben die ganzen Gadgets reinpacken, weil
Der Wagen kam in James Bond vor, also haut man das Ganze zusammen und das reißt den Karton. Der ist sowieso im Arsch. So hier richtig aufschlitzen, scheißegal. Ja, und dann wird man noch die ganzen Gadgets reinschmeißen. Und ich vermute, daran liegt es, dass der Wagen einfach so kantig geworden ist. Wären die Gadgets nicht bei gewesen, hätte er sicherlich auch vorne einen besseren Verlauf haben können, aber das war dann wahrscheinlich nicht besser zu bauen. Finde ich schade, dass daran dann hapert. Aber gut, darüber lasse ich mich dann aus, wenn ich den Wagen auch vor mir stehen habe. Das ist dann was anderes, wenn man das Fahrzeug dann wirklich in der Hand hat. Dann kann man sich wirklich besser darüber äußern. So, fangen wir an mit den Tüten sortieren. Hier war Reifen und dann so ein rotes Teil. Dann haben wir schon Chromteile, 1. Nochmal eine 1. Ne? Oh, hier was Orangenes. Hoffen wir, das blitzt da nachher noch so durch. Und es sind keine silbernen Teile bei. Ich hätte selber so den Wunsch gehabt, dass die Teile halt dann Silber gewesen wären. Nicht Perlsilber, sondern das lackierte Silber. Aber okay, das war auch mehr so ein Scherzhoffnung, dass das nicht passiert. Da sind ein paar silberne Teile bei dann für die Stoßstangen. Das sind diese silberlackierten Teile. Muss nicht unbedingt chrom sein. Ich finde dieses Silber eigentlich immer ganz angenehm. Besser auf jeden Fall ist das Perlsilber, was immer durch so ein paar Schlieren dann hat, durch den Spritzvorgang. Ja, hier ist nochmal 2. Dann kommen wir nochmal zu 2. Viel grau, viel schwarz. Und hier 3 hat dann ein paar bunte Teile drin. Das sind dann wieder so Konstruktionsgeschichten. Da auch ganz viel gelb. Noch ein 3. Da nochmal gelb. Also, und da was Geribbeltes. So ein Schlauchstück. Ja, und hier geht es dann langsam los nach draußen. Da kommen dann die Fliesen dazu. Und hier ist dann auch die Windschutzscheibe mit dabei. Und die Felgen. Die Felgen und, wie man sehen kann, sind das Radkappen. Die Speichen, die sind also nicht an den Felgen dran, sondern es sind extra noch Radkappen, die draufgesetzt werden. So, dann haben wir hier diese schicke Bauanleitung und Aufkleber. Über Aufkleber werde ich mich nicht auskotzen. Warum sollte ich? Habe ich da einen Grund zu? Nein. So. Interessant ist vor allem auch, dass gleichzeitig jetzt eine Gewinnaktion, ein Preisausschreiben bei Lego läuft. Und zwar gibt es in Sölden am gibt es wohl die, weiß nicht, ob es Neues habe, jetzt auch zum ersten Mal von gehört, die James Bond Experience. Das heißt also oben in den Alpen, da irgendwo in den Bergen, da ist dann halt so ein ziemlich futuristisch aussehendes Gebäude, so halb in den Fels gebaut, wie so ein Adlernest quasi zusammengesetzt. Und ja, da kann man eine Reise hin gewinnen. Jetzt die Frage, wer war zuerst Erster? Das Huhn oder das Ei? Also war zuerst Sölden, ne? Und dann die Lego-Sache mit dem DB5. Oder ist das jetzt eine Promo-Aktion, eine Verknüpfungs-Promo-Aktion? Weiß man nicht. Trotzdem, es hängt damit irgendwie zusammen. So, die Aufkleber. Entschuldigung. So, ja. Da sind erstmal die Nummernschilder. Haben wir hier den, das GPS-System, den Zielmonitor. Dann hinten für die Heckscheibe vermute ich mal die beiden Winkel, um die dann auch ein bisschen runder werden zu lassen, damit wir wissen, ob was rund läuft. Vorne dann oder halt hier noch die ersten Martin-Zeichen und graue Streifen. Wow, graue Aufkleberstreifen wahrscheinlich für grau. Nein, ich vermute auch mal für die Windschutzscheibe und hinten dann für die seitlichen Scheiben, um dann halt so die Säulen anzudeuten. Die Bauanleitung ist ein bisschen aufgebaut wie so eine Mappe, hier so eine Geheimakte. Ne, steht auch for your eyes only. Das haben jetzt haufenweise Tausende von Leuten haben jetzt, da steht das drin. Das ist nochmal Französisch und das war's. Also nur auf Englisch und Französisch, auch die ganze Beschreibung. Und da haben wir dann nochmal Sean Connery als James Bond natürlich dann an dem DB5 stehen. Wir haben dann die ganzen Szenen. Ah, ja, gut. Craig, das war klar. Dalton? Ach nee, sah aus wie Dalton, ist aber in GoldenEye. Wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass er in GoldenEye auch mit bei war. Ja, Goldfinger, GoldenEye, ne, muss ja Golden sein. Und dann haben sie sich wahrscheinlich überlegt, hauen wir den DB5 wieder mit rein.
Hier haben wir ein paar Ansichten, damit man sich daran erst nochmal satt sehen kann, wie der Wagen denn in Wirklichkeit aussieht. Also er läuft schon ziemlich gerade, aber dann hier vorne trotzdem im Kotflügelbereich ein bisschen rund. Und da geht es halt ganz gerade bei dem Lego-Setup. Ah, hier nochmal Designzeichnungen. Da ist natürlich jetzt die Frage, sind das Lego-Designzeichnungen oder sind das... Nein, das scheinen die Props zu sein, also für die Produktion. Die Produktionszeichnungen. Also für den Film. Aber jetzt nicht vom DB5, von Aston Martin, sondern halt die, wie man dann die Gadgets da integriert in das Fahrzeug. Und hier nochmal so ein paar technische Zeichnungen dann von der Lego-Umsetzung. Dann die Lego-Umsetzung an sich. Ja, da wirkt das schon ein bisschen, silbrig. Ne? Also es ist so, dass da schon so ein bisschen, ein bisschen umgeschoppt wurde. Und dann geht es natürlich los. So, hier haben wir die einzelnen Baugruppen dann dargestellt. Die vier Stück. Was dann so passiert, klar, man baut erstmal wieder technisch dann den Rahmen zusammen. Baut dann immer noch technisch weiter. Ist auch mal so, um die Stabilität zu erlangen. Ja gut, hier wird auch was anderes gebaut. Hier wird wahrscheinlich eine Tür gebaut. Die Türen sind ja wohl, oder ist ja wohl der Designer auch ganz begeistert von seiner Arbeit, von seiner Tätigkeit. So, ein bisschen Innenraum. Gut, ja, Bauanleitung. So. Sieht also sonst aus wie eine normale Bauanleitung, innerlich, aber eben diese Zeichnung, wie hier jetzt auch wieder, die finde ich also dann schon recht cool. Vor allem hier auch so eine Prinzipskizze, wie dann denn auch diese Mechanik dann funktioniert, um halt den Schild hochzufahren. Das finde ich, also solche Sachen finde ich dann schon wieder nett, wenn sowas eingebaut ist. Mal gucken mal, ob hier noch was mehr interessante Sachen sind. Ich möchte euch nichts vorenthalten. Da geht es dann darum, was alles die Funktion ausmacht. Und hier ist mal so ein bisschen hinterher. Was it a successful mission? Ja, war die Mission erfolgreich? Weiß ich nicht. Muss ich erstmal bauen. So, und dann haben wir hier natürlich noch die ganzen Bauteile. Wie gesagt, es sind 1200 noch was Stück. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Kamera ich gerade gucken soll. Oben natürlich. Ja. Q-Branch. Ich bin gespannt. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich bin gespannt, wie das Fahrzeug hier auf dem Tisch aussieht. Es ist ja der gleiche Herr, der dann auch den Käfer, den Beetle, gemacht hat, und da gab es ja auch so ein bisschen gerades Problem. Also es war hinten dann die Heckklappe, die Motorhaube, die beim Käfer ja bekannt hinten ist, die war nicht rund, war leicht gerundet, sondern die war ja komplett gerade, und von hinten wirkte das Gefährt dann doch mehr wie ein CV, ne? Also ein Club-CV von Citroën, also die Ente. Von vorne Beetle, absolut, kann man nichts gegen sagen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie dieser Wagen dann wirkt. Wahrscheinlich kommt es da auch wieder auf die Perspektive an, wie man ihn hält, wie man genau guckt, wie runter man geht und aus welcher Perspektive dann. Und das Sonnenlicht genau mittags um 12, aber eine gewisse Schattierung von Schlechtwetter hat. Dann könnte es vielleicht passen. Ich hoffe mal, es ist nicht so. Deswegen, ich kann es erst sagen, wenn der Wagen fertig ist. Und deswegen fange ich jetzt gleich erstmal an zu bauen. Ich wünsche euch viel Spaß, doch ein schönes Wochenende auf jeden Fall noch. Und dann bis hoffentlich Montag, dass der Wagen dann auch fertig ist.